Ach nee, ne, es kommt auch noch. Es kommt auch noch gegen an der Grütze. Und wie soll ich ja bitte das Danger erkennen? Wow! Alter! Wow! Alter, ist das geil! Alter, ich sehe fast gar nichts durch diesen Schwabbelkram. Oh mein Gott. Alter. Alter. Habt ihr keinen kommenden Kram hier irgendwie? Irgendwie? Jetzt. Gar nicht. Was? Gar nicht. Kein Kommentar oder wie? Keine Ahnung, irgendwas. Irgendein. Oh, dieses Spiel, ey. Wenn das jetzt noch kleiner wird, dann bringe ich den Entwickler um. Dann suche ich seine Adresse raus und bringe ihn um. Okay, hallo. Hallo Skelette. Hallo. Kommt das ein Skelett aus Feuer Mitternacht oder so? Nicht bedingt, aber ich muss nur auf die HP achten. Entschuldigung. Warum muss ich aufstoßen? Irgendwie ist das auch Mangelzeit von mir, dass ich ständig rümpfen muss in meinen Streams. Das ist nicht gut. Der Danger sehen. Ja. Was ist das? Ich sehe nee, absolut nichts. Das sehe ich überhaupt nicht, weil das ist alles rot und dann. Alter, das ist so geil gelöst, ne? Da hat er wirklich gut nachgedacht. Ah, endlich. Ah, jetzt ist es auf einmal schwarz. Aha, okay. Jetzt ist auf einmal dunkel und jetzt ist auf einmal schwabbel, dunkelwabbel. Ich wüsste ja nicht, wie man jetzt hier irgendwie, wie die eigene Sicht so schwabbelt, aber egal. Wie der Macher immer wieder neue Wege findet, den Spieler zu quälen. Ja. Echt, zum Spieler könnte sich Matze, glaube ich, auch drüber lustig machen. Richtig gut. Obwohl der nicht sehr oft Trash spielt. Ich glaube, der spielt fast gar kein Trash. Aha. Ein Labyrinth, wo man nichts sieht. Oh, wie geil. Oh, wie episch. Das ist so geil. Oh, ja. Oh ja, da krieg ich ja eine Reaktion dabei. Nicht. Aha. Ich war mal noch oben, weil, keine Ahnung. Ah, okay. Oben war richtig. Anscheinend. Ach, jetzt sehe ich. Speicherpunkt, okay. Hey, wer sagt's denn? Der Ausgang. Oh ja, okay. Ja, langsam Kamera, weil der zunächst in der Lage ist, der Entwickler. Was um alles in der Welt stört mich bloß. Plus. Oder keine Ahnung. Vielleicht die Tatsache, dass das eine Falle ist. Willkommen bei Big Brother! Wie? Hä? Nein, hier. Die Schritte. Ihr seid die, die mich erfolgt haben. Genau. Okay. Ach, jetzt muss ich kämpfen. Was zum Fick? Wie viel Schaden haben die jetzt gemacht? Alter Verwalter, wie viel Schaden haben die jetzt gemacht? Oh, das ist ein anspruchsvoller Kampf mal wieder. Oh, jetzt wollen hier die ganze Zeit Skelette oder wie ist das? Oh, dieser Bosskampf, der ist so geil, oh ja. Regelmäßig heilen dafür nur, was soll's. Diesen Bosskampf immer, ne? Ich kuriere die Skelette jetzt. Was? 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 Ist das denn nicht dein Ernst jetzt, oder? Jetzt wird auch noch schwarz. Hey, sieht nur weil er schwarz ist. Oh, Danger, 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 Danger. Wieso denke ich gerade an Diablo? Aber kein gutes. Wow, hatte wie viele Skelette auf dem gerade rum. Aber kein gutes Diablo. Wow. Da sind die Kämpfe aber auch taktischer, weil da hast du Fähigkeiten. Hier klopfst du nur auf Enter. Mehr machst du ja nicht. Oder auf Leertaste in meinem Fall. Das könnte auch, der könnte auch zustande kannst du die benutzt haben und es würde keinen Unterschied machen. Man müsste nur gegen einen ausreichen, das war's aber auch schon.
Oh, das ist so anspruchsvoll. Oh, das ist so. Okay, er ist tot. Jawohl, geschafft. Wer zuletzt lacht. Letzt wird nicht groß geschrieben, aber egal. Schlau oder keine Ahnung. Dachte her wegen den Skeletten. Ach so, okay. oh Gott. Dieser Kampf, der war mal wieder sehr. Also die Bosse sind irgendwie. Irgendwie sind die normalen Gegner anspruchsvoller, wenn sie in Massen kommen als die Bosse. Das hat nicht. Das ist nicht gut für das Spiel. Jetzt komme ich ja Klaus Nummer 2. Das ist der Grund für diesen Dämonenangriff. Der Cloud ist. Oh Mann. Ja, und nun suchen wir Dr. Bram oder wie auch immer. Ich hoffe nur, wir finden ihn. Irgendwie habe ich ein trauriges Gefühl. Ja, weil dieses Spiel ist so scheiße. Also Regenbogen. Lass uns ein Haus oder so suchen. Wisst, warum? Regenbogen, verschlossen. Mein Gewitter kommt auch noch. Hä? Was? Ach so. Nein, Jennifer. Nein. Ich wurde gebissen. Verflucht. Falsche Stimme. Regenbogen, noch mehr Zombies. Lauf! Ich kann aber nicht so schnell. Ja, ja, und sie stirbt jetzt ein, zwei von Todes oder so. Keine Ahnung. Yay, endlich stirbt mein Charakter, der vollkommen nutzlos ist, weil andere Charaktere genauso sind. Yay! Also, die beiden Felsen unterscheiden sich kaum voneinander. Oh Mann, das ist so. Okay. Muss ich jetzt echt in der Zeitlimit oder so? Glaube nicht. Sonst würde ja ein Zeitlimit oben links kommen. Weil das ist immer auch so. Warum sollte der Entwickler seine Regeln ändern? Verschlossen. Okay. Also irgendwo müssen Schlüsse suchen. Super. Warum spielt er eigentlich die epische Schulunterricht in dieser Burg? Oh, dieses Ge Alter, so blitzt es doch gar nicht in der Realität. Alter. Mal zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alle 4 Sekunden blitzt es. Muss man vorstellen, wie alle Sekunden in der Realität alle 4 Sekunden was blitzen würde. Das macht überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Oh, wer bist du denn? Mann. Hey, was machst du hier? Es ist kein Ort für jemanden wie dich. Dass ich hier bin, ist auch nur ein Versehen. Warum wunderst du nicht, dass hier einfach so ein Mann in der Gegend rumsteht? Ich meine, diese Fotografen, Knirps, Knirps, Knirps. Oh Mann. Auf Versehen oder nicht, hör mir zu. Es wäre sicherer für dich, wenn du so schnell wie möglich von hier abhaust. You don't say. You don't say. Unschuld bewegen sich hier durch die Stadt. Und ich nur hier. Ich würde an deiner Stelle abhauen. Und wieso hast du nicht ab? In dem Haus, in dem wir leben, noch Menschen. Ich muss sie beschützen. Ein einzelner Mann. Ein einzelner Mann, Mann. Also ein NPC ohne Namen. Gegen eine Horde von Zombies. Kann das gut gehen? Ich glaube nein. Darum stehe ich hier wache und warte auf den Morgen. Mhm. Wie lange wartest du schon? Etwas stimmt. Etwa 2 Stunden vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Egal, ich rate dir trotzdem, dich aus dem Staub zu machen, ehe diese Zombies angreifen. Soll ich mithelfen? Beim Beschützen meine ich. Verschwinde, ehe etwas passiert. Je länger wir uns unterhalten, desto eher bemerken die Zombies, dass hier noch welche leben. Und wie? Egal. Verschwinde. Da, hörst du es? Sie suchen ihr Beute. Verzieh dich besser. Verzieh dich jetzt. Ist in dem Kopf irgendwas leer? Nee, okay. Ich hab gedacht, da wäre ein Schlüssel oder sowas. Hier ist nichts. Warum gehst du denn nichts weiter? Nee, das ist einfach nur Scheißmapping. Ja, gut. Die Musik ist voll viel zu episch hier. Okay. Wow, Sackgasse. Wow. 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 So fabulous. So amazing.
Ich weiß gar nicht mehr alles, was ich anders machen soll, als um zu singen. Sorry, eben für die tiefen Töne. Übrigens, die Animation von ihm ist auch sehr lustig. Guck mal genau hin. Der linke Arm bewegt sich nicht mal beim Laufen. Und oh, das Kartet ist so schlecht. Alter, guckt euch das mal an, ey. Das sieht so schlecht aus, dieses Kartet. Oh Mann, ey. Das ist ein typisches Terra Maker Kartet. Das ist eine Seite, wo man mit einem Generator Kartets machen kann. Dann werden aber auch Kartets fertig hochgeladen. Und das Problem ist, da sind so viele schlechte mit dabei, einfach nur. Sowas von schlechte, sowas wie hier zum Beispiel. Und es benutzen halt sehr viele Trash Games. Von daher. Nun gut. Okay. Die haben sogar etwas, was nur aus ist, wäre es von dem Ersteller gemacht worden. Es sieht aus, es wäre sehr. Es passt überhaupt nicht in den Rest rein. Diese Straßensperre. Ich bin gerade im Kreis gelaufen. Ich muss schon perfekt rum beim Vor und von oben nach unten gehen. Ja. Oh Mann. Warum bewegt er eigentlich seinen Arm nicht? Der könnte auch, wenn er den rechten Arm animiert hat, auch den linken hätte animieren können oder so. Ja, noch ein Sackgasse, wow. Wo gehst du jetzt hier lang? Oh, ich hasse sowas, ey. Ich hasse Labyrinthe. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse das. War ich hier unten schon? Nee, ne? Hab mich schon wieder verlaufen, glaube ich. Oh Gott. Ach, hier ist der Typ. Okay. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Der war vorhin schon da. Oh Gott, was trinken hier? Oh, bitte mal. Hier. So. Wir wohnen in so einer Stadt. Ja, das reichen wir auch. Sieht ja aus wie ein Labyrinth als eine richtige Stadt. Irgendwie. Ehrlich gesagt. Ah. Oh. Blut. Nein. Verdammt, Blut. Jenny. Die ist entweder. Ja, wow. Irgendwas hält mich davon ab zu fliegen. Was? Irgendwas hält dich auf dabei. Irgendwas hält mich. Ach so, wegen dem Zombie. Okay. Ich, verflucht. Der Regen schwemmt das Blut weg. Ja, schön. Das geht aber, glaube ich, nach rechts, wenn wir es täuscht. Verschlossen. Ah, ne, okay, dann nach unten. Moritz der Hasen. Oder Akko ist halt Feuerwehr. Also ich habe gerade überlegt, ich glaube Koax hat heute Feuerwehr. Er dürfte zumindest Feuerwehr haben, ist ja Samstag. Von daher ist hier irgendwas war in den Fässern. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ich wundere mich, wenn immer mal so ein Knistern hört, das ist, weil ich immer mal die Lautstärke verändern muss von dem Mikro. Ich habe einen Lautstärkeregler da dran. Oh, hier ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Haustierschlüssel gefunden. Mhm, okay. Aber für welche Haustier? Sollte es vorhin eigentlich mit dem Zombie ein Jumpscare sein? Also ich bin ja nicht so in großer Stimmung, dass ich mich hier erschrecken würde. Aber nun gut. Oh, wie lange geht das denn eigentlich noch, ey? 1,5 Stunden. Ich glaube nicht, dass ich das in den 1,5 Stunden noch durchbekomme. Gar nicht wissen, wie viele Charaktere wir eigentlich noch sehen werden, die sich alle gleich spielen und charakterlich absolut auch nicht unterscheiden. Wo war das jetzt nochmal? Oder kann ich hier rein? Wo ist mein Faceset? Nein, lieber nicht. Warum? Wenn doch irgendwas drin sein, was hilft. Oder so. Jetzt muss ich überlegen. Irgendwo war da noch eine verschlossene Tür. Wo war das? Das liegt da schon in den Latschen.